Die Sozialpsychologie beschäftigt sich mit dem Einfluss der tatsächlichen und vorgestellten Gegenwart anderer Menschen auf das Erleben und Verhalten der Individuen. In diesem Abschnitt, in diesem Video, werden in diesem Zusammenhang einzelne Beispiele besprochen werden. Beim sogenannten koaktiven Handeln kommt es zu einer Veränderung des Verhaltens, wenn andere anwesende Menschen eine gleiche bzw. ähnliche Tätigkeit ausführen. So werden beispielsweise die Rundenzeiten von Radrennfahrern in der Regel rascher, wenn diese unter der Bedingung antreten, dass andere versuchen, schneller als sie selber zu fahren. Ein anderes Beispiel wären angelnde Kinder und die Geschwindigkeit, mit der diese die Angelrolle drehen. In einem Experiment kann man feststellen, dass die Angelrolle jeweils rascher gedreht wird, wenn mehrere Kinder gemeinsam angeln. Die Anwesenheit anderer Menschen kann zu einer Verhaltensänderung führen. Experimente zeigen, dass es dann zu Leistungssteigerungen kommt, wenn die gestellten Aufgaben einfach und die benötigte Vorgehensweise bereits gut beherrscht wird. Eine Leistungsminderung ist dann beobachtbar, wenn die Herausforderungen eher als komplex und schwer beurteilt werden und die notwendige Vorgehensweise nicht oder nur schlecht bisher beherrscht werden. Es kann in diesem Zusammenhang zwischen sozialer Aktivierung und sozialer Hemmung unterschieden werden. Bei der sozialen Aktivierung erhöht sich die Geschwindigkeit, die Genauigkeit verschlechtert sich, und ein Beispiel für die soziale Aktivierung wäre zum Beispiel das Lösen von Multiplikationsaufgaben durch gute Anfängerinnen und Anfänger. Bei der sozialen Hemmung verschlechtert sich die Geschwindigkeit. Es verschlechtert sich ebenfalls die Genauigkeit. Und ein Beispiel wäre zum Beispiel das Vorlesen von Texten durch schlechte Leserinnen und Leser. Wenn die Ansammlung der anwesenden Personen zu einer Menschenmasse angewachsen ist, kann dies das Erleben und Verhalten eines Menschen in besonderem Maße verändern. Wenn das Individuum sich in hohem Ausmaß als Teil der Masse empfindet und es dadurch zu einem teilweisen Verlust persönlicher Identität kommt, spricht man in der Psychologie unter anderem von der Deindividuation. Ob es letztlich zur Deindividuation kommt, hängt unter anderem von der Gruppengröße, in der sich das Individuum befindet, ab und ob der jeweilige Mensch ein anonymes Mitglied dieser Masse ist. Deindividuation wird wahrscheinlicher, wenn es soziale Regeln und Normen gibt, die ein dementsprechendes Verhalten und derartige Überzeugungen fördern. Als ein Beispiel kann das sogenannte Milgram-Experiment von Stanley Milgram aus dem Jahre 1961 genannt werden. Das Experiment zeigt, dass es eine große Bereitschaft durchschnittlicher, psychisch gesunder Menschen gibt, autoritäre Anweisungen zu befolgen, selbst wenn dies im Widerspruch zu ihrem Gewissen steht. So waren viele Versuchsteilnehmer unter bestimmten Bedingungen bereit, Elektroschocks mit möglicher tödlicher Wirkung anderen Menschen zuzufügen. Den Versuchsteilnehmern wurde mitgeteilt, dass die Wirkung von Lernmethoden mit Hilfe eines Lehrers, Versuchsleiters und Schülers untersucht werden sollte. Der Lehrer war aber der eigentliche und einzige Proband, also Versuchsteilnehmer. Der Versuchsleiter und der Schüler waren, ohne Wissen des Probanden, Schauspieler. Wenn der Schüler eine Aufgabe nicht bewältigen konnte, sollte der Lehrer in zunehmender Stärke Stromstöße an den Schüler, den er in manchen Versuchsanordnungen nicht direkt beobachten konnte, verabreichen. Auf Aufforderung durch den Versuchsteilnehmer waren einige Lehrer bereit, tödliche Stromstöße zu veranlassen, wenn die Anweisung damit begründet wurde, dass die Bestrafung notwendig sei für die erfolgreiche Durchführung des Experiments. Die Möglichkeit einer Deindividuation wird bereits vom französischen Denker Gustave Le Bon erkannt. Er beurteilt unter anderem in seinem Buch Die Psychologie der Massen den Einfluss der Masse auf den einzelnen Menschen als sehr negativ. So nennt er in diesem Zusammenhang beispielsweise die Gewalttätigkeit des lynchenden Mobs während der Französischen Revolution. Le Bon meint, dass unter dem Eindruck der Masse
das Individuum unter Umständen den Sinn für Moral verliert und es deshalb nur zu einer verringerten Selbstkontrolle in der Lage ist. Ein weiteres bemerkenswertes Phänomen ist in diesem Zusammenhang der sogenannte Zuschauereffekt, auch Bystander-Effekt genannt. Man spricht dann von einem Zuschauereffekt, wenn Zeugen beispielsweise einer kriminellen Tat oder eines Unfalls bei Anwesenheit anderer Menschen weniger bereit sind, den Opfern zu helfen. So kam es zum Beispiel 1964 in New York zu einem über eine halbe Stunde andauernden Überfall auf eine Frau, bei der in Summe 38 Personen die Vorfälle beobachteten, aber nicht hilfreich eingriffen. Die junge Frau starb letztlich aufgrund der Folgen des Angriffs. Beim Zuschauereffekt wird davon ausgegangen, dass die Wahrscheinlichkeit der Hilfeleistung sinkt, falls die Situation von den Menschen nicht eindeutig als erfasstes Denken bewertet wird, bewertet in Form von Emotion und Motivation. Der Begriff Verantwortungsdiffusion bezeichnet jenes psychische Phänomen, bei dem ein persönlich geringeres Verantwortungsgefühl bei einer Person entsteht, wenn diese erkennt, dass andere Menschen anwesend sind und diese auch helfend eingreifen könnten. Um die Hilfsbereitschaft der Menschen fördern zu können, wird aufgrund von psychologischen Untersuchungen die Bedeutung des Vorhandenseins entsprechender Vorbilder im eigenen Bekanntenkreis oder in den Medien hervorgehoben. Darüber hinaus betonen Psychologinnen und Psychologen, dass Wissen über beispielsweise den Zuschauereffekt die Neigung erhöht, anderen Menschen zu helfen.